Hallo, heute wieder aus den Räumen der Agentur Traumhochzeit München. Heute möchte ich euch sehr gerne ein bisschen erzählen, wie ihr am leichtesten eure Hochzeit in Angriff nehmt. Natürlich ist das so wie beim Hausbau oder sonstigen Geschichten. Jeder macht es so ein bisschen anders. Aber ich erzähle euch heute, wie ich so an die Sache rangehe, was sich für mich sehr gut bewährt hat. Und da möchte ich euch teilhaben lassen dran. Wenn ihr den Heiratsantrag hinter euch habt, erstmal gratuliere. Hey! Nach dem Heiratsantrag ist es so, dass die ersten ein, zwei Tage mal die völlige Glücksgefühle euch überrennen werden. Ihr werdet vermutlich hunderte an Brautmagazinen oder Online-Magazine durchblättern. Hier kann ich nur sagen, erstmal ein Prosecco trinken, durchschnaufen und dann geht's los. Setzt euch zusammen, nehmt euch ein Glas Wein. Ich empfehle euch einen kräftigen Rotwein, das ist nämlich mein Lieblingswein. Und besprecht erstmal wirklich gemeinsam, wo sind denn die Punkte für euch, die euch wahnsinnig wichtig sind. Was muss perfekt auf eurer Hochzeit sein, damit sie zu eurer Traumhochzeit wird? Wie soll sie aussehen? Gar nicht detailliert, sondern wirklich nur grob. Seid ihr die Bandtypen oder die DJ-Typen? Seid ihr eher barfuß im Wald oder wirklich mit pompöser Stola in einem Schloss sozusagen? Schreibt euch das auf und dann geht es erstmal an die Budgetplanung. Hier empfehle ich, macht euch eine einfache Excel-Tabelle, geht die einzelnen Punkte durch, die euch wichtig sind. Und da muss man tatsächlich sagen, hier entsteht oft schon der erste Oha-Effekt bei den Bräuten, wenn man wirklich mal sieht, okay, was wird mich das Ganze kosten? Hier könnt ihr natürlich noch nach Belieben ändern, reduzieren, dazunehmen, ergänzen. Einfach damit ihr euch schon mal mit der Idee anfreundet, was kostet meine Feier. Wenn ihr damit fertig seid, dann Location-Suche. Im Idealfall beginnt ihr mit eurer Planung 1,5 Jahre im Vorhinein, weil dann habt ihr wirklich noch genügend Zeit, eure Location, eure perfekte Location zu finden, anzuschauen, zu optionieren gegebenenfalls und wirklich sie dann zu reservieren. Solltet ihr kurzfristig heiraten, mein Tipp, erstens seid flexibel mit dem Datum, seid flexibel mit der Location und eventuell zieht es in Erwägung, vielleicht doch an einem Freitag zu heiraten, weil da viele Locations, auch Fotografen und Dienstleister, noch nicht ausgebucht sind. Sobald ihr die Location fix habt, geht es an Punkt 2. Der Punkt 2 ist, reserviert euch die Dienstleister, die nur einmal verfügbar sind. Bedeutet zum Beispiel der Fotograf. Ein guter Hochzeitsfotograf fotografiert oder kann natürlich nur eine Hochzeit am Tag fotografieren. Und hier ist ganz klar First Come, First Serve. Also wirklich, wer zuerst bucht, der kriegt den zuerst. Und damit ihr hier nicht jemanden nehmen müsst, der eigentlich gar nicht zu euch passt oder den ihr gar nicht wollt, dann kümmert ihr euch rechtzeitig drum. Fotograf, Stylisten, eventuell irgendein besonderer Künstler, den es jetzt nur einmal gibt. Tatsächlich auch einen Videografen und in manchen Fällen auch die Floristen. Es gibt sehr, sehr gute Eventfloristen, die auch wirklich nur natürlich ein paar Hochzeiten am Tag annehmen können und auch hier schon mal einfach das Datum vorreservieren lassen. Wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr erstmal eine Ruhepause machen und ausschnaufen. Vielleicht schon mal eine Save-the-Date-Karte rausschicken, damit eure Gäste wissen, okay, holla, Anton und Katharina heiraten und wir halten uns einfach das Datum schon mal frei, geben das bei der Urlaubsplanung mit an in der Firma und Co. Ne? Und dann ist schon mal wirklich ein großer Teil erledigt. Hier werdet ihr euch eh erstmal mit euren ganzen Dienstleistern treffen, einen nach dem anderen, das Kennenlernen, die Verträge und Co. Und dann geht es eigentlich schon in die Detailplanung. Hier ist natürlich wichtig, man muss differenzieren zwischen rein standesamtlich, Trauung und freier Trauung, also kirchliche Trauung und freier Trauung, oder ob ihr eine Kombination aus den Teilen habt, natürlich ist ja alles möglich. Ich werde hier in einem separaten Video nochmal auf die einzelnen Punkte eingehen. Tatsächlich gebe ich immer den Tipp, wenn ihr standesamtlich heiraten möchtet, noch vorab und aber zusätzlich noch eine freie Trauung oder kirchliche Trauung wünscht, macht das an zwei verschiedenen Tagen. Es ist einfach in der Planung leichter und die Tage sind nicht so ewig lang. Wenn ihr dann in der Detailplanung seid, schreibt euch einen Tagesplan. Schaut, okay, wo fangen wir eigentlich an, wann muss meine Stylistin kommen, wer hat die Gastgeschenke, wer hat die Ringe, wer verteilt die, wer macht am Abend was, wer kümmert sich um die Dekoration und Co. Teilt wirklich auch eure Mamas, eure Papas und eure Trauzeugen ein. Oder, das ist natürlich mein Tipp,
organisiert euch einen Zeremonienmeister. Das machen sehr viele Hochzeitsplaner, dass wir wirklich dann euch diese Arbeit abnehmen, für euch eben den Tagesplan schreiben, uns mit den ganzen Dienstleistern in Verbindung setzen und am Tag eurer Hochzeit wirklich als Ansprechpartner Nummer 1 für euch, für die Dienstleister, für die Location und Co. fungieren, auch Überraschungen und Spiele koordinieren, dass ihr im Idealfall wirklich Gäste auf eurer eigenen Hochzeit sein könnt. Ja, wenn das erledigt ist, dann geht es wirklich in die Detailplanung, also Konzeptionierung, sucht euch die genaue Floristen, also die genauen Blumen aus, die ihr euch wünscht, macht ein genaues Konzept mit euren Floristen, sprecht die genaue Detailplanung mit eurem Trauredner oder dem Pfarrer ab, wirklich wann ist der Einzug, zu welchem Lied, wer hat die Ringe, wie kommen die zum Brautpaar, werden dazwischen Lieder gespielt, welche Lieder sind es, wie läuft der Auszug ab, bedeutet zuerst das Brautpaar oder zuerst die Gäste und. Wie gesagt, das mache ich euch gerne noch in einem gesonderten Video, das ich euch wirklich erkläre, freie Trauung, To-Dos und kirchliche Trauung, To-Dos, dass ihr da auch perfekt vorbereitet seid. Und dann sind wir auch tatsächlich schon ungefähr 5-6 Monate vor der Hochzeit und nun gehen die Einladungskarten raus. Ja. Ihr habt den Tagesplan, ihr habt die Anfahrt, ihr habt die Dienstleister, also ihr habt alle gesammelten Infos, die ihr in eure Einladungskarte packen könnt, damit ihr nicht 700 Anrufe im Nachgang von Gästen kriegt und die Fragen stellen danach. Ja. Also schickt die Einladungskarte raus, packt da wirklich alle Infos rein und dann ist erstmal wieder puh. Einmal verschnaufen, eine kurze Pause und schon sind wir auch ja, ungefähr 2-3 Monate vor der Hochzeit. Ihr solltet im Idealfall nun alle Antwortkarten bekommen haben, beziehungsweise alle Antworten eurer Gäste. Das heißt, schreibt euch wirklich bitte einen Tischplan, gebt den an die Location, gebt den an euren Zeremonienmeister, gebt den an eure wichtigsten Personen an diesem Tag, damit wirklich jeder weiß, wo. Und dann gebt ihr auch die restliche Papeterie in Druck. Also Menükarten, Menükarten, die Tischkarten, die Namenskärtchen, eventuell Kirchenhefte, eventuell Freudentränentaschentücher. Dann geht es auch darum, wirklich die Gastgeschenke machen zu lassen oder zu basteln, sich einen netten Abend mit den Trauzeugen zu machen oder den Trauzeuginnen und den Brautjungfern und hier wirklich nochmal mit Prosecco und ein paar Nüssen nett Gastgeschenke basteln, Freudentränen, Taschentücher falten und Co. Ja, am Tag vor der Hochzeit solltet ihr nichts mehr tun. Tatsächlich legt die Füße hoch, lasst euch ein bisschen massieren von eurem Partner, genießt den Abend, stoßt nochmal auf euch an und mit der richtigen Planung im Vorhinein könnt ihr auch sicher sein, dass am nächsten Tag alles funktionieren wird. Lasst es euch gut gehen, damit ihr wirklich gut schlafen könnt und ausgeruht in den Tag startet. So, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Ist immer etwas viel, natürlich könnte ich dieses Video auf 12 Minuten in die Länge ziehen, das bringt aber gar niemandem was. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, Location, Dienstleister, Papeterie, also Einladungskarten gemeinsam mit Dekorationskonzept, weitere Dienstleister buchen, die restliche Papeterie, also Menükarten und Co., der Feinschliff und dann geht's los. Das war's für heute. Lasst mir gerne eure Kommentare da, falls ihr Fragen oder Infos habt und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Tschüss!